Das Königreich von Aksum, auch bekannt als das Aksumitische Reich, war ein antiker Staat, der in der Region gedieh, die heute Eritrea und den nördlichen Teil Äthiopiens umfasst. Das Reich war wirtschaftlich und politisch von großer Bedeutung in Ostafrika und war einer der ersten afrikanischen Staaten, der das Christentum als offizielle Religion annahm. Das Königreich Aksum wurde um das 1. Jahrhundert nach Christus von den semitischen Völkern gegründet, die die Region bewohnten. Dank des fruchtbaren Ackerlandes begannen die Bewohner Nordäthiopiens mit dem Anbau und dem Handel mit Weizen, Gerste und Hirse, sowie mit der Zucht von Ziegen und Schafen. Dieses Handelsnetz umfasste Verbindungen mit Ägypten im Norden und Südarabien. Der Reichtum, der durch den Handel und die militärischen Fähigkeiten erwirtschaftet wurde, kam dieser blühenden landwirtschaftlichen Basis zugute. Gegen Ende des 1. Jahrhunderts löste ein einziger Monarch eine Konföderation von Stammeshäuptlingen ab und formte ein vereintes Königreich, das das äthiopische Hochland in den nächsten 6 Jahrhunderten beherrschen sollte. Das Königreich Aksum erreichte seinen Höhepunkt zwischen dem 3. und dem 6. Jahrhundert. Die Lage des Reichs war strategisch wichtig, da es an der Kreuzung von Handelsrouten lag, die das Rote Meer mit dem Mittelmeer und dem Indischen Ozean verband. Dies machte Aksum zu einem wichtigen Handelszentrum, aus dem Produkte wie Elfenbein, Gold, Gewürze, Weihrauch und sogar Sklaven exportiert wurden. Das Königreich Aksum wurde traditionell von einem Monarchen geführt, der über weitreichende politische und religiöse Macht verfügte. Der König galt als direkter Nachfahre des legendären Königs Salomon und der Königin von Saba, was seiner Herrschaft eine göttliche Legitimität verlieh. Neben dem König gab es eine Aristokratie, die über große Macht und großen Reichtum verfügte, sowie ein System der Leibeigenschaft, das es der Landbevölkerung erlaubte, das Land zu bewirtschaften und im Gegenzug Schutz und Vorteile zu erhalten. Im 4. Jahrhundert nach Christus griffen die Nubier, die zuvor das Königreich Kusch gebildet hatten, dessen Hauptstadt in Meroe lag, das Königreich Aksum an. Der Grund für die Auseinandersetzungen war ihr Wunsch, den Elfenbeinhandel in der Region zu kontrollieren. Der damals herrschende König von Aksum, Esana I., schlug mit einer großen Streitmacht zurück und plünderte die Stadt Meroe. Das einst mächtige Nubien, das sich nun in einem ernsthaften Niedergang befand und geschwächt war, wurde bald erobert und in drei separate Staaten namens Faras, Dongola und Soba aufgeteilt. Dieser Zusammenbruch ebnete dem Königreich von Aksum den Weg zur Unterwerfung der gesamten Region. Eine der wichtigsten Errungenschaften des Königreichs Aksums war die Einführung des Christentums als offizielle Religion im 4. Jahrhundert. Der Überlieferung zufolge konvertierte König Esana I. zum Christentum, nachdem er einen Traum hatte, in dem ihm ein Engel dies befahl. Der Übertritt zum Christentum war ein wichtiger Faktor für die Einigung des Königreichs, das nun eine einheitliche religiöse Identität hatte und sich von seinen muslimischen Nachbarn distanzierte. Das Christentum brachte auch neue Formen der Kunst und Architektur hervor, wie die berühmten in Felsen gehauenen Kirchen, die noch heute ein Symbol für Äthiopien sind. Diese Kirchen sind ein Beispiel für die Kunstfertigkeit der aksumitischen Architekten, monumentale Strukturen in Stein zu meißeln und sakrale Räume zu schaffen, die noch heute als Wahrzeichen der christlichen Architektur gelten. Zu diesen Kirchen aus dem 4. und 5. Jahrhundert nach Christus gehören die St. Georgskirche in Alibea und die Kirche der Gottesmutter Maria von Sion in Tigray. Auch das Judentum hat einen bedeutenden Einfluss auf das Königreich von Aksum. Eine Gruppe von Menschen aus der Region, bekannt als Beta Israel, auch als äthiopische Juden bezeichnet, übernahmen den Glauben und die Praktiken, die in der Tora, der Schriftrolle mit den ersten 5 heiligen Büchern der jüdischen Religion, niedergelegt sind. Obwohl ihre Schrift und Gebete im Geetz-Alphabet und nicht auf Hebräisch geschrieben sind, hat ihre Religion einen gemeinsamen Vorfahren mit dem modernen Judentum. Das Königreich Aksum spielte ebenfalls eine Schlüsselrolle in der Geschichte der afrikanischen Schrift, da es ein eigenes Alphabet namens Geetz einführte, das zum Schreiben religiöser Texte und offizieller Dokumente verwendet wurde. Das Geetz beeinflusste die Schrift vieler anderer regionaler Völker, wie zum Beispiel der Amhara, die bis heute eine angepasste Form dieses Alphabets verwenden. Für den Untergang des Aksum-Königreichs gab es mehrere Gründe, darunter die sich veränderten Handelsrouten und der schwindende Handel mit dem Nahen Osten und Indien, der Druck durch eindringende Völker aus dem südlichen und östlichen Afrika sowie die schwindende Macht der Könige auf Kosten der Aristokratie. Das Ende des Königreichs wird im Allgemeinen auf das 10. Jahrhundert nach Christus datiert, als es von den Agau- und Zakwe-Völkern eingenommen wurde. Das Erbe des Königreichs Aksum ist noch heute in Eritrea und Äthiopien zu sehen, die einen Teil seiner Kultur und Tradition geerbt haben. So ist die äthiopisch-orthodoxe Kirche eine Fortführung der von Aksumiten gegründeten christlichen Tradition, während die in Äthiopien gesprochene amharische Sprache auf das Geetz-Alphabet zurückgeht. Darüber hinaus wird die Geschichte des Aksum-Königreichs
in mehreren traditionellen Festen und Zeremonien in der Region gefeiert. Wie zum Beispiel dem Timkat, das an die Taufe von Jesus Christus im Jordan erinnert. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Aksum gehört der Obelisk von Aksum, einer der höchsten Obelisken der Welt. Es gibt noch weitere Obelisken und Stelen, die von der Größe der Stadt in ihrer Blüte zerzeugen. Diese Bauwerke sind aus großen Steinblöcken errichtet und mit Inschriften in altäthiopischer Sprache verziert. Aksum ist auch für seinen Palast bekannt, der früher die Herrscher des Königreichs Aksums beherbergte. Die Stadt ist ein wichtiger touristischer und archäologischer Anziehungspunkt. Und viele Besucher kommen nach Aksum, um mehr über die faszinierende Geschichte der Stadt zu erfahren und ihre Ruinen zu erkunden.